Am 15. März 2012 fand im Genohaus in Stuttgart die Abschlussveranstaltung des Projektes Ferienzeit Gestaltungszeit statt. 3 Jahre lang hatte die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg 42 innovative Ferienprojekte gefördert. Eine umfangreiche Studie sollte zeigen, welche Angebote bei Kindern und Jugendlichen besonders gut ankommen und welche Probleme es gibt. Aufgefallen war den Forschern um Professor Fröhlich-Gildhoff zum einen die Schwierigkeit, sozial benachteiligte Familien zu erreichen und zum anderen der gestiegene Bedarf an spezieller Jungenförderung. Das ist in der Tat so, dass ich glaube, so über die viele Jahre feministischer Mädchenarbeit, die Mädchen als Zielgruppe stark in den Fokus gerückt worden sind, dass die stabilisiert worden sind. Die sind mittlerweile im Schnitt die besseren Schülerinnen. Und dass die Jungen drohen, und insbesondere Jungen aus sozial benachteiligten Verhältnissen, drohen abzurutschen. Im Anschluss an die Präsentation stellten einige der Modellprojekte ihre Ergebnisse und Programme vor. Das Spektrum reichte von Medienprojekten über Kunst-, Natur- und Wissenschaftserfahrungen bis zu niederschwelligen Spielangeboten. Wir haben in den großen Ferien, in der letzten Ferienwoche, machen wir jedes Jahr ein Programm für Kinder hier auf der Tafel. Für alle gibt es ein Spielangebot, Basteln, Spiele, alles Mögliche. Insgesamt erreichten die Projekte rund 3.500 Kinder aus ganz Baden-Württemberg. 96% davon mit deutschem Familienhintergrund. Die Herausforderung der nächsten Jahre ist es jetzt, auch migrantische Jugendliche in die Angebote einzubinden. Ideen für eine spannende Ferienzeit gibt es genug. Zum Beispiel vom Heckengäu Naturführer e.V. Wir haben ein Ferienprogramm für Grundschüler. Das nennt sich Heckengäu Spürnasen. Und da geht es hauptsächlich um die Natur, um Kunst auch. Also wir haben zum Beispiel solche Projekte. Wir sind sehr viel draußen. Es geht aber auch um Landwirtschaft, um Ernährung. Dann gibt es jeden Tag ein Tagesmotto, zum Beispiel einmal Wald, einmal Wiese. Die Ferienangebote waren ein voller Erfolg. Vielleicht das schönste Ergebnis der Studie? 80% der befragten Kinder würde gern wieder eines der Projekte besuchen. Und mehr als ein Drittel möchte später selbst gern als Betreuer dabei sein.